Grazcast Espresso. Infotainment. Kompakt aufbereitet für zwischendurch. Philipp Pureger ist Mitgründer und Geschäftsinhaber von Real Talk. Mit seinem Hang zum Perfektionismus zeigt er, was Nuancen ausmachen können und führt bei der Veranstaltungsreihe die Regie. Einen Studienwechsel und Job als Bankmitarbeiter später ist Philipp erfolgreicher Jungunternehmer und zeigt, dass ein Lebenslauf alles andere als geradlinig sein muss, um Erfolg zu haben. In einem Interview mit Mein Bezirk sagt er, wir alle streben nach mehr, tun aber immer dasselbe. Mit Real Talk versucht er, sich selbst und andere aus der Komfortzone zu locken. Dabei organisiert er zusammen mit Georg Merkscher Rednerabende, bei denen namhafte Persönlichkeiten auftreten, wie etwa Bürgermeister Siegfried Nagel, Antennenmoderator Thomas Seidel, Firmengründer von Jacquelement Alfred Riedel, Investmentbank Gerald Hörhan und viele andere. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu Grazcast. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Es ist mir eine Ehre. Danke für die Einladung. Erzähl doch mal, was treibt dich täglich an? Was inspiriert dich jeden Tag, dass du so eine Veranstaltungsreihe wie Real Talk ins Leben rufst? Kraftvolle Frage zum Start. Mich begeistern inspirierte Menschen. Ich liebe es, Leute, die anpacken, zu sehen, das Feuer in den Augen zu sehen, sie zu spüren im Sinne von, sie packen an und sie gehen ihren Weg und sie haben den Mut, das auch wirklich durchzuziehen. Und durch die Tätigkeit bei Real Talk oder mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben wir heute die Gelegenheit, viel darüber auch zu sprechen und uns auszutauschen. Und da ist mein Feuer begraben, sage ich mal. Das macht mir riesigen Spaß. Du bist in einem Lokal oder auch vielleicht davor. Jemand kommt auf dich zu und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du der Person in aller Kürze? ein cooler, netter Typ. Also die Freunde von mir sagen alle, ich bin ein netter Kerl und mit mir kann man gut reden. Und ich bin jetzt kein Freund von Smalltalk, muss ich sagen. Also so Alibi-Gespräche führe ich nicht so gern. Aber wenn es mir irgendwo catcht, wenn wir irgendwo ein Thema finden, das mir taugt, dann liebe ich, in das Gespräch einzutauchen. Auto-Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Eindeutig Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Bevorzuge ich. Aber wie würdest du denn aus deiner persönlichen Sicht deinen bisherigen Werdegang mal grob zusammenfassen? Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit, wie das begonnen hat, sage ich mal, also in der Schulzeit zum Beispiel. Das war für mich immer die Angstfrage Nummer eins. Was willst du mal machen? Wie wird dein Leben ausschauen? Was willst du mal tun? Und alle rund um mich herum haben es gewusst und ich nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich mich mal wiederfinden werde. Und habe aber so vielfältige Interessensgebiete gehabt, dass es mir leicht gefallen ist, irgendwo einzutauchen. Es haben sich so viele Schritte ergeben, die ich nicht vorhersehen habe können, weil ich nie gewusst habe, was will ich beruflich einmal machen. Und jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, es hat alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Alles hat irgendwie dahin geführt, wo ich heute bin. Und wer weiß, wo es auch noch hinführen wird. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich immer genießen habe können, was ich gemacht habe. Mir hat es immer taugt. In dem Moment. Ich habe nur nicht gewusst, was hinführt. Und heute, muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass ich auch den Mut gehabt habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und mit meinem besten Freund, mit dem Georg, die Firma zu gründen, ohne zu wissen, auch da nicht zu wissen, wie wird sich das auswirken. Und ja, so war es aus meinem Blickwinkel damals. Und heute würde ich sagen, das hat sich alles so gefügt, wie es kommen hat müssen. An was würdest du denken, wenn wir dich jetzt fragen, was für einer dieser Schritte vielleicht für dich der größte Erfolg war oder auf was du am meisten stolz bist jetzt im Nachgang? Das war der allererste Schritt, wie es dann offiziell worden ist, als der Georg mir das konkret vorgeschlagen hat und gesagt hat, bitte lass uns das gemeinsam machen. Und bei mir war es so, dass ich einen Tag später nach Abu Dhabi geflogen bin, um meine Freundin zu besuchen. Sie hat 1,5 Jahre im Ausland gearbeitet und ich habe gesagt, ich nehme all die Gedanken und all die Gefühle mit, die du mir da jetzt da vermittelt hast, und mach mir auf meiner Reise Gedanken und danach gebe ich dir meine Antwort drauf, ob ich was dahinter sehe, ob ich mich darin vor allem sehe. Für mich war die Entscheidung dann eindeutig, das gemeinsam zu machen, weil ich gesehen habe, was der Georgi für ein Feuer dahinter hat. Und ich habe ja genauso groß das Feuer gehabt, weil ich vorher einen anderen Weg mit dem Blog schon eingeschlagen gehabt habe. Und ich dachte, super geil, einfach perfekt, lass uns das machen. Und die Entscheidung dann auch zu treffen, war für mich ein gewaltig entscheidender Schritt. Was für eine Vision würdest du für Graz oder vielleicht darüber hinaus sehen in Bezug auf dich, auf dein Tun
mit deiner Persönlichkeit in Verbindung gesetzt? Was für eine Vision hast du? Wow, gewaltige Frage. Vision ist für mich ein großes Wort, da darf eine Utopie auch drinnen sein. Und deswegen drücke ich mir jetzt so aus, wie mir die Gedanken kommen. Meine Vision ist es, dass wir Menschen uns so mögen, wie wir sind, dass wir uns mit unseren Fehlern anerkennen, wie mit unseren Stärken, und dass wir mit dem in Ordnung sind, so wie wir sind. Und dass wir uns auf den Weg machen, noch weiter dorthin zu kommen, wo wir gern sein wollen, wo wir hinwollen, wo unser persönliches Ziel liegt. Also jeder darf sein Ziel verfolgen, so wie es für sie definiert. Definieren ist natürlich auch wichtig. Und dann kommt noch was dazu, und dann kommt, und das nenne ich das Gemeinwohl. Niemand darf zu Schaden kommen, nur damit es mir besser geht. Und wenn wir in Graz das schaffen, dass wir alle so ticken, dass wir das Gemeinwohl einfach wertvoll einschätzen und dem nachgehen, indem ich was tue, was mir gut tut und der Gemeinschaft gut tut, dann ist das für mich die Vision, der ich nachgehen möchte. Und ich möchte auch Menschen dazu inspirieren, das zu machen. Dass man sagt, hey, ich kann ich selbst sein und ich kann mit meiner Person was beitragen. Was beitragen, dass uns in Graz besser geht. GAK oder Sturm? Entweder oder muss ich was sagen, gell? Sturm Graz. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Bier nach dem Fußball. Aufsteirern oder Grazathlon? Ach, Grazathlon. Ja, als Sportler ist das neidig. Ja, ich will da unbedingt einmal mitmachen. Bis jetzt war ich immer Fußballspiel an dem Tag. Jetzt, wenn du zurückblickst, du bist jetzt noch nicht so alt, noch relativ jung, aber trotzdem, was würdest du, wenn du zurückblickst, deinem 18-jährigen Ich denn aus heutiger Sicht raten? Boah, ja, es hat sich sehr viel getan seitdem. Ich bin jetzt 27, also hat sich wirklich viel getan. Und wenn ich eine Chance hätte, mit ihm zu sprechen, mit einem 18er Bure, dann würde ich sagen, nimm die nicht so ernst. Nimm dich nicht so ernst, sei nicht so streng mit dir, sei lieber dein bester Freund. Hör dir selbst zu und sprich dir gute Sachen zu, so wie du es mit deinen Freunden machst. Das würde ich machen. Einen Satz, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass sie den Menschen, die bereit sind, was zu tun, auch die Möglichkeit geben und das so gut fördern, wie es geht. Tut Graz das bereits? Ja, in sehr vielen Hinsichten. Ich habe echt den Eindruck, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und natürlich, es geht immer mehr und immer besser, aber wenn man das vielleicht verbreiten kann und Leute das wissen, dann ist die Hemmung kleiner, seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn du eine Feier hinter deiner Sache hast, dann wirst du mit dem was beitragen. Und das gehört unterstützt. Ja, wenn unsere Zuseherinnen und Zuhörer das Format heute sehen und sich denken, ja, der Philipp ist ein echt cooler Typ, und sich jetzt denken, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kommt man am besten mit dir ins Gespräch? Ich würde nochmal anknüpfen an die Eingangsfrage. Bitte nicht mit Smalltalk. Nicht, weil ich das ablehne oder was. Ich finde es einfach cool, wenn man zur Essenz kommt. Und du spürst einen Menschen erst richtig, wenn der sich öffnet und mitteilt. Das heißt, ich mache das auch gern, wenn wir ins Gespräch kommen, dann bin ich relativ schnell sehr offen und gib was preis von mir, weil du dich entweder aneckst dran und du bist dagegen, oder wir haben Synergien und du sagst, hey cool, da kann ich aufspringen, und dann ergeben sich die besten Gespräche. Und wenn mein Gegenüber auch so tickt, dann würde ich das echt begrüßen, und solche Gespräche mag ich am liebsten. Und der Weg, wie du mit mir in Kontakt kommst, kannst du einfach machen. Also per E-Mail, per Facebook, in der Stadt, wenn wir uns sehen, in Graz, wo immer, auf der Murinsel, im Augarten, bucht, wo immer, überall. Gerne ins Gespräch. Ich bin offen dafür. Jetzt, wo wir schon langsam zum Schluss hinkommen, welche Botschaft würdest du noch gern unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mitgeben? Ich würde sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wahrscheinlich machst du dich selbst echt oft fertig und haltest dich selber klein, und sei mutig genug, den Gedanken einmal zu ignorieren und überleg dir, was könnte möglich sein, wenn ich mich voll dran mache, wenn ich alles dran setze und das einfach mache, was kann im besten Fall passieren? Was kann passieren, wenn ich dem nachgehe und wenn ich an mich glaube? Lass dich vielleicht nur auf das Gedankenspiel ein, du musst gar nichts machen nachher. Natürlich ist es besser, wenn du gleich was umsetzt. Aber lass dich mal drauf ein, indem du der Stimme glaubst, die dich beflügelt und die nicht klein haltet.
Na, lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du uns Einblicke in die Welt von Real Talk gewährt hast und auch Einblicke in dein Denken, in dein Handeln. Wir haben es unglaublich spannend gefunden und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuseher finden es auch spannend und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Hoffentlich. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank und hat mir richtig taugt mit euch. War echt cool. Super. Uns auch. Dankeschön. Danke. Danke. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.